Aber ich denke, wenn ich den da einfach so abroll, ja, den Speed jetzt da mitnehme. Ja, schön. Aber miteinander und buongiorno. Ich bin immer noch unterwegs in der Toskana. Hier wieder den Early Bird Ride, habe es kurz vor 7 Uhr geschafft, hier schon zu stehen. Und ich bin in der Nähe von Punta Ala in Castiglione della Pescaia. Ihr seht die Burg schon hinter mir. Die Apes knallen ja auch schon vorbei. Typisch italienisch, kennt man ja. Ja, und dort hinten gibt es die bekannten Enduro Trails. Also bei Punta Ala ist mächtig was geboten und heute möchte ich mal Experts Only ein paar geile Trails scheppern. Ich war da gestern hier oben schon unterwegs und deswegen werde ich jetzt einmal in dieses Gebiet wieder hinauffahren. Bin natürlich mit dem E-Bike unterwegs, der Akku ist wieder voll, bestes Wetter, es ist angesagt 37 Grad, ja, was will man mehr? Ich glaube aktuell jetzt auch schon 28, ich muss jetzt da nochmal drauf schauen. Mega geil, los geht's da, Saison, ab in den Wald, wo es ein bisschen kühler ist und dann ab zum Schreddern, bis gleich. Wir sind jetzt hier mitten in der Altstadt. Habe ich gestern mich doch ein bisschen belesen, gell? Schon seit dem 14. Jahrhundert hier. Das Ganze am Start. Und da steppt natürlich der Bär. Also hätte ich nicht gedacht, dass in dieser kleinen Ortschaft hier und hier, die ganzen Bars ringsherum, dass da echt richtig was los ist. Es ist ja auch bloß so eine 7000 Einwohner Ortschaft. Aber war richtig, richtig geil. Und wenn man natürlich den Weg jetzt schon das zweite Mal fährt, ist der natürlich schon dementsprechend vertraut. Denn das Feeling hier, das ist halt einfach gigantisch jedes Mal. Ich bin halt echt so ein Italien-Fan. Taugt mir total, mir taugen auch die Trails da. Beziehungsweise das roughe Terrain. Das ist jedes Mal spannend. Und hier die Ausgangslage vom Campingplatz unten. Kurz vor der Ortschaft ist auch gigantisch. Wir haben hier lediglich, ich glaube, wir waren 5 Kilometer Anreise mit dem Bike und dann auch gleich die 300 Höhenmeter hoch. Da zum ersten Stich und da ist schon die erste Trail Area. Das haben wir ja gestern schon gefahren. Und ja, scheint alles legal zu sein. Zumindest ist alles ausgeschildert. Bis dahin geht es gut auf der Straße. Da haben wir hier so ein kleines Schleichwegerl. Was ja auch noch ziemlich cool ist, um da mal zu den Trails da zu gelangen. Aber ich habe bis jetzt noch keine anderen Auffahrten gefunden. Nicht so wirklich, dass ich da raufkomme. Außer auf diesen, ja, Pisten hier. Auf diesen Jeep Tracks. Der geht ja jetzt noch einigermaßen. Aber der Rest, hey, der geht so knackig rauf. Das ist schon ordentlich, hey. Nix hier mit entspannt das mal. Tour hochfahren, nein. Turbo ist da angesagt. Und rauf geht's. Also jetzt hat es auf jeden Fall schon 28 Grad in meinem Kopf. Ich habe gerade schon geschaut. Ja, es sind noch entspannte 21. Beziehungsweise hier oben wird es dann schon ein bisschen wärmer. Puh. Es ging schneller als erwartet. 23 Minuten raufgebraucht und jetzt stehe ich schon on top, wo die ganzen Trails beginnen. Und ich möchte mal einen Experts-Only-Trail fahren, in schwarz gekennzeichnet. Ich habe ja hier noch mein weiteres Gadget, den Switchgrade, den Sattel nach unten stelle und dann kann ich hier nochmal die Downhill-Position meinen Sattel wegklappen, maximale Beinfreiheit zu haben. Und so würde ich sagen, mit Navi on board, starten wir doch in den Trail hinein. Der Turbo ist noch drin. Mal hier raus tun. Ein bisschen zu scharf. Gehen wir in den Tourenmodus mal. Ab, los geht's. Oh, halt. Ich habe meinen Dämpfer noch auf Climb Switch. Beziehungsweise auf Climb. So. Yep. Jetzt ist es doch ein bisschen fluffiger.
bisschen runtergeeiert, aber lieber ein bisschen vorsichtiger. Ich brauche da kein Rennen gewinnen. Es ist auf jeden Fall ein richtig geiles Feeling. Ja, in aller Früh mal hier solche Trails und die Stollen zu bekommen. Da kann man richtig den Tag starten, da kann man dann am Strand den ganzen Tag schön verschlafen. Definitiv. Ja, das fordert schon. Aber dafür ist man ja im Urlaub, oder? Dass man genau das machen kann. In den Tag hinein sandeln. In der Früh ein bisschen Sport. Und dann nichts tun. Oh, halt, 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 genau. Was ist das? Schöner Gap am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen, oder? Ich glaube, so schnell braucht man jetzt da gar nicht anfahren. Ein bisschen Speed. Ja. Oh, da geht's gleich weiter. Oh, halt. Okay, da brauche ich ein bisschen Speed. Ja, komm, die nehme ich nochmal alle zwei. Okay, also den ersten Drop, den kann man ein bisschen langsamer fahren. Und beim nächsten Gap darf ich ruhig ein bisschen Speed oben haben. Aber ich denke, wenn ich den da einfach so abrolle, ja, den Speed jetzt da mitnehme. Ja. Schön. Ordentlicher Trail. Hey, da drückt es mir jetzt gerade schon den Schweiß heraus, jetzt wenn man ein bisschen steht. Aber er fühlt sich sehr, sehr lang an. Der hat jetzt auch 1,8 Kilometer gehabt. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Und 250 Tiefenmeter. Nur solches Terrain, nur solches Geschepper. Das ist doch richtig, richtig geil. Da kann das Fahrwerk einmal wieder gut arbeiten. Ich bin jetzt auch richtig eingefahren. Und jetzt schauen wir mal, was ich noch so ein bisschen so finde. Im Stile sind ja irgendwie alle Trails da ähnlich, gell? Also das ist halt einfach dieses italienische Terrain, was man so hat. Also ich war ja auch schon in Massa Marittima oder gleich hier bei Punta Ala gegenüberliegend, Piombino oder Insel Elba. Die ganzen Destinationen, das ist ja irgendwie vom Terrain her alles das Gleiche. Daher geile Region schon mal da, was sagst du, hey, bist hier mitten ja, in der Toskana, kannst auf Elba, kannst auf Massa Marittima, ein richtig geiler Trailpark, könnt ihr auch mal abchecken, wer auch schon ein Video davon gemacht. Oder jetzt halt eben hier in Punta Ala, was für mich noch unbekannt war, aber ja, ich momentan auch gerade lieben lerne, weil man natürlich da so viel machen kann. Gell, man kann am Strand gehen, man kann Windsurfen, man kann Kitesurfen, das haben wir gestern schon alles gesehen. Abends geil, was in der Stadt los. Kann man gut die Zeit verbringen in der Mittelalterstadt. Dann kann man hier wandern gehen und natürlich Trails scheppern. Also es ist irgendwie vollumfänglich geil. Und natürlich das Wetter spielt super mit, geil. So, jetzt muss ich aufhören, jetzt muss ich weiterfahren. Ich möchte ein bisschen noch Spaß haben auf die Trails. Ich bin einmal wieder so stolz hier auf mein E-Bike. Ach, ist das herrlich. Es ist natürlich schon anstrengend darauf, gell. Es ist steil, aber im Turbo-Modus. Hey, ich kann heute den direkten Weg darauf nehmen. Maximales Trail-Erlebnis für mich mitnehmen. Und ja, wenn es halt pressiert, dann sage ich halt, mei, knalle halt nochmal hoch. Wie jetzt da. Hey, ist doch wurscht. Mei, der Turbo, der macht das schon. Aber klar, fordert sein schon, ist nicht so, dass man nichts tut. Ich schwitze auch wie Bolle. Man hat einfach hohe Trittfrequenz. Ich wollte natürlich den direkten Weg. Aber wenn es nicht mehr weitergeht, gibt es noch die gute alte Schiebehilfe. Straight Line. Nicht bloß am Downhill, sondern auch am Uphill gilt das. So schnell es geht, da wieder raufkommen. Also das Schlimmste an der Schiebehilfe ist wirklich halt den Knopf zu drücken. Die Position, wie schon tausendmal gesagt, ist nicht so super. Tut dann immer ein bisschen der Daumen weh oder der Finger. Passt. Alles klar, dann haben wir noch einen Companiero gefunden und geht's ab in den Termine 24 Trail. Und wir starten hinein. Der ist mit schwarz gekennzeichnet. Der Kollege hinter mir hat gesagt, der ist ihn gerade eh auch schon gefahren. Was ziemlich geil ist, hat er gemeint, okay, komm, fahr da nochmal mit. Das ist natürlich immer geil, wenn man ein paar Leute dann mit am Start hat.
ganz, ganz ordentlich. Oh ja. Jetzt knallt. Jetzt hat er seinen krassen schwarzen Charakter. Definitiv. Oh ja, ja. Ah ja. Hier muss man jetzt noch schneller, dass über das Ding kommt. Über das Gap? Ist aber einsehbar. Oder bist du voraus? Ja. Alright. Ah ja. Perfekt. Geil. Geil. Wow. Stark. Ja, geil. Danke fürs Ziehen. Ja, gerne. Sau geil. Ich bin wieder back in town. Es war eine richtig geile Enduro-Runde. Ey, über 1000 Höhenmeter gefahren und das auf 23 Kilometer. Ziemlich geil. Aber was ich schon festgestellt habe, ist natürlich die ganzen Auffahrten. Ja, da, diese Schneisen, die sind sehr, sehr steil. Da gibt es auch keine anderen Wege. Also muss man hier sich auf diesen Cheap Tracks aufhalten, da muss man teilweise ab und zu mal schieben. Also, wer Bock hat auf Hard Enduro, auf Schieben, auf loses Geröll, auf Schotter, auf den ganzen Scheiß, ja, der kann die Tour auch mal fahren. Ich werde es verlinken hier unten in der Videobeschreibung über Komoot. Und ja, mir hat es gefallen, ist genau mein Ding. Ein bisschen Enduro scheppern war noch cool, dass ich jemanden getroffen habe und habe mir miteinander ein bisschen fahren können. Also, und jetzt heißt es Chili Willy ab am Strand und jetzt die Sonne genießen und ab ins Meer. Und dann würde ich sagen, bis dahin, macht's es gut, ciao dabei, servus, Thierry.